So Leute, damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fahrenheit. Im letzten Part waren wir als Lucas Kane unterwegs und sind in Tiffanys Wohnung, die Wohnung unserer Ex-Freundin, also eingebrochen. Da freut sich die Ex-Freundin. Und dort haben wir dann versteckt gesucht vor der Polizei. Dann haben wir noch mit Tiffany geredet, ein wenig, und naja, immerhin glaubt sie, dass wir unschuldig sind. Das ist schon mal etwas. Und wir haben etwas herausgefunden über einen Maya-Forscher, und wie uns die liebe, nette, alte, tote, eigentlich tote Agathe erzählt hat, hat es ja mit diesem Krishnitas, mit diesen Mayas etwas zu tun. Ist wahrscheinlich noch hilfreich. Jetzt spielen wir zumindest erstmal wieder unsere gute Freundin Carla Valenti und gehen in eine Irrenanstalt. Bellevue-Anstalt, 30.01.1414, minus 20 Grad. Hallo, ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janus, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind. Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der sechste. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janus' Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Dankeschön, Barney. Mich erinnert dieser Abschnitt ein wenig an... Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hatte. Mich erinnert dieser Abschnitt ein wenig, sogar ein wenig sehr, an die Szene aus Das Schweigen der Lämmer, wo, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, zumindest die Polizistin halt auch da in die Hirnanstalt geht. Es erinnert mich irgendwie wirklich stark daran. Naja, zumindest gehen wir zu Janosch. Wir wissen ja, dass der Mörder war beim Kirstenfall und dass er gesagt hat, dass er unschuldig sei. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber eins ist sicher. Er hat eine ähnliche Erfahrung gehabt wie Lukas und deswegen... Oh nein. Oh nein. In der Irrenanstalt Stromausfall. Was gibt Schöneres? Okay, der Strom ist wieder an. Okay. Trotzdem fühle ich mich nicht so sicher. Naja. Wir werden gleich herausfinden, ob Janosch wirklich eine Hilfe ist oder ob er wirklich wahnsinnig ist. Vielleicht war er einfach nur ein ganz normaler Verrückter. Wir wissen es nicht. Hallo, Inspektor. Ich warte hier auf Sie. Gut, danke. Tja, okay. Dann gehen wir mal rein zum kleinen Herr Janoschlein. Okay, der sieht schon ein wenig irre aus. Sein merkwürdiges Grinsen auch. Okay, schauen wir mal, was er zu sagen hat. Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. Ich wüsste gern mehr über Kirsten. Was ist in dem Laden wirklich geschehen? Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen Irren, wie Sie wissen. Was ich sage, ist doch bedeutungslos. Oder etwa nicht? Vielleicht aber nicht für mich. Bitte, Anton, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon. Sie ist leicht korpulent. Mit hispanischen Zügen. Er hat ein Messer im Auge stecken. Woher wissen Sie das? Ich war dort. Ich kann durch seine Augen sehen. Bei jedem seiner Morde bin ich dabei. Wer ist der Mörder? Das weiß niemand. Keiner sieht ihn. Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren. Aber ich weiß, dass er existiert. Er ist unter uns, unsichtbar. Er ist überall. Was geschah im Waschsalon? Ein Opferritual.
Die Opferung eines Menschen. Der Mörder und sein Opfer. Warum passieren diese Morde? Warum müssen diese Leute sterben? Die Welt ist nicht, was Sie glauben. Der orangene Clan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle. Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass. Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut. Er ist überall. Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht und die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Sie streben nach Unsterblichkeit. Ich muss wieder los, Anton. Danke für Ihre Hilfe. Es ist bereits zu spät. Die Kälte wird uns alle niederraffen. Eine neue Rasse wird sich erheben. Das Ende der Menschheit. Das Ende der Menschheit. Die Frage ist, ob das einfach wirre Visionen sind oder ob da ein Körnchen Wahrheit drin steckt. Okay, und jetzt beginnt einer der schlimmsten Abschnitte im Spiel. Ich falle es nach Wunsch. Ich werde sie... Mist, diesmal scheint's ernst zu sein. Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen. Nur Geduld. Manchmal dauert's eine Weile. Wir warten so lange hier. Was war das? Oh Gott. Die Zellentüren. Sie haben sich alle geöffnet. Der Stromausfall hat die Verriegelung außer Betrieb gesetzt. Was? Heißt das, die Patienten können die Zellen ungehindert... Psst. Keine Bewegung und kein Geräusch. Sie dürfen uns nicht bemerken. Nur keine Panik. Wir warten einfach, bis das Licht angeht. Schön still. Bleiben Sie dicht hinter mir. Der Wärter. Sie haben ihn erwischt. Ich muss hier weg, sonst finden die mich auch. Wenn ich nicht ruhiger atme, kippe ich in Ohnmacht. Und sie kriegen mich garantiert. Oh Gott, schnell. Ich muss hier weg. Ja, keine Panik. Ha, lustig. Okay, ein ganz schlimmer Moment, ein ganz schlimmer Moment. Wir sind in der Irrenanstalt mit Irren, die frei rumlaufen. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen. Stehen bleiben. Halt den Atem an. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Bitte sei weg, bitte sei weg. Ich will hier raus. Er geht weg. Ich kann weiter. Okay, ich glaube, jetzt war es nach, nach links müssen wir jetzt abbiegen, damit wir da hochkommen und dann da rauskommen. Okay. Hey Leute, es geht schon weiter, mir ist das Spiel abgekackt. Ich meine halt, das war hier gerade so Horror für unsere Carlo und für meinen PC, dass mir hier gleich das Spiel abstürzt. Das ist schon irgendwie, naja, hart. Okay. Jetzt werden wir es aber hinkriegen. Kein Verrückter, der uns schnappen wird. Kein Verrückter, der uns schnappen wird. Kein Verrückter. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ah, da kommt ein Verrückter. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Darf ich weiter? Er geht weg. Ich kann weiter. Ja, das Einzige, was hier halt immer ein bisschen blöd ist, man weiß halt nie genau, wann die vorbei sind. Also außer bei dem, was jetzt einmal angezeigt worden ist, sieht man das nie und das ist ein bisschen ärgerlich. Er ist genau neben mir. Bitte sag, dass er weg ist. Ich glaube, er ist weg. Er ist nicht weg. Nein! Ey, das ist so nervig, dieser Abschnitt einfach. Jaha, deine Angst hat dich angeschissen und das ist scheiße und ja, du bist scheiße. Nee, aber dieser Abschnitt ist echt ein bisschen nervig. Es liegt einfach daran, dass... dass einem bis auf den, das halt nie gesagt wird, wann man weiter muss. Das Problem ist, wenn man stehen bleibt, dann wird man auch automatisch gekillt. Deswegen ist der Abschnitt ein bisschen nervig, aber das kriegen wir schon hin. Komm schon, wir haben schon viel Schlimmeres überlebt. Zum Beispiel eine Bibliothek, in der es dunkel war. Dam, dam, dam. Und Steinengel, die auf uns draufgeflogen sind. Okay, das war ein bisschen schlimmer. Oh nein. Ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Ja, jetzt ist er weg. Er geht weg. Ich kann weiter. Okay, diesmal kriegen wir es hin. Es kann doch nicht so schwer sein, dann diesen blöden, betrunkenen Penner da vorbeizukommen. Vielleicht ist er gar nicht verrückt. Vielleicht ist er nur, ja, betrunken. Er ist genau neben mir. Abwarten. Abwarten. Er geht weg. Ich kann weiter. Hä? Die sagt es? Oder? Hä?
Okay, das habe ich noch nie mitbekommen, dass sie das sagt, dass er weitergeht. Okay, hier ist schon mal ein Checkpoint, das ist schon mal gut, wenn man durch die Tür gegangen ist. Okay, jetzt heißt es... Lauf! 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 Ich will nicht von dem Dicken getötet werden. Lauf doch! Mach die Tür auf! Barney! Öffnen Sie! Mach die Tür auf, du! Oh! Mein Gott! Gott sei Dank haben Sie es geschafft. Das hätte schlimm enden können. Die automatische Verriegelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet. Sind Sie verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Klar, Barney. Alles bestens. Ich liebe es, mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen. Tja, wer liebt das nicht, würde ich hier ja mal sagen. Leute, wir müssen mal wieder einen kleinen Cut machen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Fahrenheit. Bis dann, euer Dem Zimmerfix. Haut rein. Ciao.